Willkommen bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um mein Lupo. Heute geht es um die Bremsanlage. So, das ist die originale Bremsanlage. Ein Kolbensystem, das Ganze. Ganz niedlich. Und dann haben wir noch nicht dazu den niedlichen Bremsscheibe. Ich kenne Matchbox-Autos, die haben größere Bremsanlage verbaut als Modell. So nebenbei. Wir verbauen heute von MRX Performance von hier ein riesen Dankeschön. Ein Vierkolben-System vom Porsche Cayenne. Bremsanlage. Vom Brembo das Ganze. I love you. I love you. Kann ich noch küssen, ehrlich. Ich bin verliebt. Ich liebe Bremsanlagen, so nebenbei. Und dazu kriegen wir natürlich einen giftigen Bremsscheibe 323er das Ganze. Und Stahlflex, Bremsschläuche. Sehr, sehr wichtig, wenn ihr auf solche Bremsen geht. Dürft ihr nicht verzichten. So, natürlich bauen wir das Ganze ein. Es hat drei Gründe. Erster Grund ist natürlich Eintragung. Zweiter ist Sicherheit. Drittes Optik, wobei ich Optik auf die 1 nehmen würde, Sicherheit auf die 2 nehmen würde und die 3 würde ich Eintragung machen. Was ich geil finde, Jungs, diese Werbung muss sein. Die haben das mehr als verdient. Also, ich rede jetzt mal aus Erfahrung. Ich habe ja den S3 umgebaut, Bremsanlage, einfach den größeren Bruder von denen genommen, 6-Kolben-System. Meiner war ja ZR18 ist meiner. 6-Kolben-System, auch vom Porsche Turbo. Ja, damals hatte ich Probleme gehabt. Wenn ihr die Videos alle verfolgt habt, habt ihr gesehen, dass ich sehr viele Probleme hatte. Wie zum Beispiel, ich habe die Bremsscheiben geholt. Dann haben die Bremsscheiben nicht gepasst. Ich musste die Bremsscheiben umbohren. Dann haben die Adapter nicht gepasst. Dann musste ich die Adapter neu besorgen. Dann musste ich die Bremsscheiben wegschicken, umbohren lassen. Dann musste ich warten. Die Bremsscheiben haben nicht auf die Narbe gepasst. Ich musste so viel machen, es hat so viel Nerven gekostet, so viel Geld gekostet, im Endeffekt, das war schlimm. Würde ich auch nie wieder so machen. Da was holen, dort was holen, da was machen. Bei MRX Performance ist das Geile. Jungs, ihr seht schon, hier habt ihr schon den Adapter, Originaladapter für meinen Wagen. Dann habt ihr eine Bremsscheibe, was schon umgebohrt ist. Dann habt ihr schon diese Stahlflexrohre, also Stahlflex, Bremsschläuche, habt ihr alles dabei. Ehrlich, da braucht ihr nichts machen. Gar nichts. Ihr schreibt den an auf Instagram oder auf den Homepage oder ihr ruft die an und dann sagt ihr, ey, ich habe einen VR6 oder ich habe einen 18T oder was auch immer. Eine größere Bremsanlage brauche ich dafür. Und die suchen alles raus, machen dir ein vernünftiges Angebot, was auch Angebot auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Sehr, sehr gut ist. Und das Geile, das Ding kommt nagelneu zurück. Der wird einfach general überholt, komplett, das ist wie neu. Jungs, und das ist hammergeil. Deswegen, ehrlich, wer eine Bremsanlage sucht, einfach bei MRX Performance einfach melden. So, ich baue das Ganze ein. Es ist echt Plug and Play, also denkt nicht, ihr müsst jetzt voll irgendwas ändern oder so. Wenn ihr das genau für euren Wagen geholt habt, sprich bei MRX geholt habt, dann passt das auch Plug and Play. Das heißt, die alte Bremsanlage komplett ausbauen und die neue einbauen. So, alte Bremsanlage ist einfach komplett abgebaut worden. Und jetzt bauen wir die Bremsscheibe drauf. Ja, bei der Bremsscheibe natürlich, wenn die Bremsscheibe umbaut, natürlich achten, dass die Narbe komplett sauber ist. Das ist das A und O bei Bremsen. So, ihr seht schon, das komplette Teil wurde auch perfekt. Die passt auch Plug and Play, das Ganze. Jetzt machen wir die Scheibe drauf. So. Die Scheibe ist drauf und jetzt achtet mal gleich mit der Anlage, die passt Plug and Play. So, die Anlage kriegt ihr natürlich so geliefert und übrigens, ihr habt eine Wunschfarbe, ne? Also ich habe jetzt Orange, warum wohl? Weil mein Motor orange ist. So, und das Ding passt einfach Plug and Play. Ich könnte die Originalschrauben mitnehmen, die ihr von der Halterung nehmt, aber wir haben ja auch, ihr kriegt ja auch neue geliefert. Vergisst Loctite nicht, ich mache es jetzt nur zum Probe, das Ganze müssen wir noch abbauen. So, und das Ding baut ihr auch so ein. Plug and Play ein. Wie sieht das aus? So kriegt ihr das komplett geliefert. Einfach nur, ja, geil. Einfach nur geil. So, das war's.
Couch ist fertig. Ihr seht das im Hintergrund. Das Ding sieht einfach nur richtig geil aus. Richtig geil aus. Hier bedanke ich mich nochmal ganz herzlich an MRX Performance, dass sie mir so eine geile Bremsanlage zur Verfügung gestellt haben. Und wenn ihr eine Bremsanlage sucht, Jungs und Mädels, ihr wisst Bescheid, MRX Performance, einfach anschreiben auf Insta, Homepage, wo ihr wollt. Ihr könnt auch anrufen und ja, und eure Bremsanlage bestellen bei ihnen. Und viele andere Tuningsteile gibt es da auch noch, so nebenbei. So, vergiss nicht, Gewinnspiel mache ich die Tage. Wenn die Ware da ist, überlege ich mir was. Und das, ja, da machen wir was Nettes, werde ich dann irgendwas machen. So, 8 Stück habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Und das werde ich dann verlosen. So, und wenn ihr das Video genauso feiert wie ich, oder das Auto, oder diesen Anblick, dann lasst einen fetten Daumen da, kommentiert das Ganze. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutti. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.